geshoppt und nichts gekauft. Oder? Ja. Cool, ne? Wuhu! Und wir laufen weiter. Und wir hornen uns. Okay. Da, so. Und da ist eine Lüdi. Eine Lüdi ohne Schuhe. Ja, ist das süß. Da ist ein Strahlgerät. Genau, scheinbar. Es strahlt. Oh ja, ein Scheinwerfer. Einen Schein. Er wirft einen Schein auf uns. Und keine Geldscheine, das kommt noch. Oh, schade. Ein Geldscheinwerfer. Die scheint nur so. Oh, das ist schön gemacht. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal! Alles klar, denselben Song und los! Dankeschön, wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal! Alles klar, denselben Song und los! Und guckt euch das an, das ist voll schön. Ich habe eine Frage an die Community. So schön. Wenn man Ernie und Bert als Vorbild nehmen würde, wer von uns wäre Ernie und wer wäre Bert? Jenny? Die Jennys müssen uns gleich verlassen. Oh nein. Also, Asp hat gesagt, ich bin wunderschön. Für diejenigen, die es nicht wussten, das ist unser erster Mera Luna Vlog überhaupt. Und das ist mein 13. Mera Luna. Ich habe noch nie einen Vlog gemacht. Noch nie. Und es ist voll schön hier. Da, voll schön. Schön, schön.
Das sind die Duschen, das sind die Waschtröge, das sind die Toiletten, das sind die Zelte, Zelder. Das ist eine Geisterbahn. Aber alles schon zu, ne? Ja, ja. Also Sonntag, letzter Tag, kurz vor Abbruch. Ja, upsie. Da, guckt euch das an. Es gibt einfach eine Geisterbahn auf Mera Luna. Ich bin zwar nicht mitgefahren, aber ja. Es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und jetzt sind wir auf dem Hauptplatz angekommen und da vorne ist ein neuer Schriftzug. Der ist neu. Der ist auf jeden Fall neu. Das passiert auch irgendwie jedes Jahr. Wir kommen dem gerade etwas näher. Mal gucken, was da so passiert. Yeah!